Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Nach der Demo erfolgreicher Gegenprotest gegen Bergida. Anschlag auf linken Politiker, Staatsschutz ermittelt und das Wetter bedeckt und regnerisch. So präsentiert sich der Rest der Woche. Leben direkt am Meer. Wohnen unmittelbar am Strand von Rügen, Deutschlands größter Insel. Das Projekt Neues Prora verbindet großzügigen Wohnkomfort mit weltbekannter Architektur. Außendenkmal innen komplett neu erfunden. Lichtdurchflutete Apartments laden ein zum Wohlfühlen und Genießen. Hier hat man, glaube ich, eine Lage, die einmalig ist. Und das verspricht einfach eine gute Rendite für eine Immobilieninvestition und auch eine sichere Anlage. Leben Sie Ihren Traum. Profitieren Sie von den lukrativen Steuervergünstigungen dank staatlich geförderter Denkmalschutz-AFA. Das macht Kaufen günstiger als Mieten. Für einen persönlichen Termin und weitere Informationen erreichen Sie uns telefonisch unter 030 3000 720 oder im Internet unter www.neues-prora.de. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 6. Januar. Bergida-Demonstranten, 5000 Berliner gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass. Das ist die Bilanz der Bergida-Demo am Montagabend in Berlin. Wie berichtet, war es zur Auseinandersetzung gekommen, als die Gegendemonstration die Bergida-Teilnehmer daran hinderte, zum Brandenburger Tor zu gelangen. Kurz nach 19 Uhr war die Demo dann aufgelöst worden. Als Zeichen der Solidarität mit den Gegendemonstranten hatte der Senat das Brandenburger Tor und die Siegessäule verdunkeln lassen. Mehr zum Berliner Ableger der Pegida und zur Demo gestern Abend, Dienstagabend, in unserem Thema des Tages. Solidarität nach Anschlag. In der Nacht zu Dienstag ist das Auto des Sprechers des Köpenicker Bündnisses für Demokratie, Hans Erxleben, in Brand gesetzt worden. Die Berliner SPD zeigte sich am Dienstag solidarisch mit dem Bezirkspolitiker der Linken. Demokratinnen und Demokraten werden sich von solchen feigen Angriffen nicht einschüchtern lassen. Wir stehen zusammen, so der SPD-Landeschef Jan Stöß. Erxleben war bereits 2012 angegriffen worden. Damals hatten Unbekannte seinen Briefkasten in die Luft gesprengt. Auch im aktuellen Fall hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Defekter Zug sorgt für Verspätung. In Berlin kam es am Dienstagvormittag zwischen Bellevue und dem Hauptbahnhof aufgrund eines defekten Zuges zu Verspätungen und Ausfällen. Fahrgäste mussten auf die U-Bahn oder Regionalzüge ausweichen. Die Bergungsarbeiten dauerten mehr als eine Stunde und sorgten für Verspätung auf vielen Linien, insbesondere der S5, der S7 und der S75. Etliche kamen zu spät zur Arbeit. Senat will Verkehrslärm mindern. Dazu hat der Senat den von Verkehrssenator Geisel vorgelegten Lärmaktionsplan beschlossen. So wurden zum Beispiel Einzelmaßnahmen wie Fahrbahnsanierung und das Konzept zur Geschwindigkeitsreduzierung nachts bereits realisiert. Mit diesen Maßnahmen wurde eine Lärmminderung insbesondere beim Kraftfahrzeugverkehr als dem größten Lärmverursacher erreicht. Besonders im Bereich der Hauptstraßen wurde es ruhiger. Auch in Zukunft will der Senat weiter für Ruhe sorgen. So sollen Straßen bereits bei der Planung mit lärmreduzierendem Material geplant werden. Dazu will die Stadtentwicklungsverwaltung auch EU-Fördermittel anzapfen. Zeugen gesucht. Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei zwei Frauen und zwei Männer, die im Juli vergangenen Jahres in einem Schuhgeschäft eine Damenhandtasche entwendet haben. Beim Verlassen des Schuhgeschäftes im Einkaufszentrum Boulevard Berlin in Steglitz wurde die Diebstahlsicherungsschranke aktiviert, woraufhin eine Mitarbeiterin die Verfolgung der blonden Tatverdächtigen aufnahm. Während der Verfolgung drohte die blonde Frau mit der Anwendung von Gewalt. Als die Mitarbeiterin die Frau trotzdem weiterverfolgte, wurde sie unvermittelt von hinten in den Nacken geschlagen, sodass sie zu Boden fiel. Dabei konnte sie erkennen, dass der Angreifer einer der Männer war, der zuvor mit der Tatverdächtigen sowie einer weiteren Frau im Geschäft war. Der Mann und die blonde Frau konnten flüchten, der Verbleib der anderen beiden Personen bleibt ungeklärt. Die Kripo fragt nun, wer kennt die abgebildeten Personen, wer kann Angaben zu deren Identität machen und wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zum Fluchtweg der Verdächtigen machen.
Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ja, und gleich gibt es das Wetter, also bleiben Sie dran. Leben Sie Ihren Traum von einer attraktiven Wohnanlage und profitieren Sie von den staatlichen Förderungen. Ihre Wohnung am Meer finden Sie unter www.neues-prora.de. Und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es bedeckt, aber trocken. Das Quecksilber fällt dabei unter die 0-Grad-Marke. Auch am Mittwoch gibt es für die Sonne kein Durchkommen. Es bleibt dicht bewölkt. Gebietsweise kann es auch leichten Regen oder Sprühregen geben. Die Tageshöchstwerte liegen um die 5 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Auch am Donnerstag bleibt es meist bedeckt und regnerisch bei maximal 5 Grad. Am Freitag nimmt der Wind wieder deutlich zu. Ab und an kommt die Sonne auch durch. Ohne Regenschirm sollte man das Haus aber dennoch nicht verlassen. Am Samstag macht das Quecksilber noch einmal einen deutlichen Sprung nach oben. Höchstwerte um die 12 Grad sind zu erwarten. Dazu ein kräftiger Wind aus westlicher Richtung und, wer hätte es nicht geahnt, leichte Regenschauer. Ja, und das waren sie, die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.